Wofür kämpfen Sie denn? Kämpfen Sie so ganz allgemein für eine bessere Welt? Für eine neue Schule? Ja, das sind Träume. Herr Klamm, hiermit erklären wir Ihnen den Krieg. Wie ich Sie noch unterrichten soll, ich weiß es nicht. Was ist die Wahrheit? Sascha war mein Schüler, ja. Ein fehlender Punkt in Deutsch und schwupps hängt er am nächsten Baum. Es kann in dieser Sache gar keine Verständigung zwischen uns geben. Nicht zwischen mir und Ihnen. Ich bin Lehrer und meine Aufgabe ist es, Ihnen hier etwas beizubringen. Schule ist Zwang. Das war immer so und das wird immer so bleiben. Und diesem Zwang verdanken Lehrer wie Schüler ihre gemeinsame Existenz. Albtraumschule, ich verstehe Sie doch genau. Sie stehen vor Ihrer Klasse, versuchen irgendwie durch den Unterricht zu kommen. Aber die wollen Sie nicht. Wollen Sie alle nicht. Immer wieder auf Ihre Uhr. Wenn endlich der Gong ertönt, geht ein lautes Aufatmen durch die Klasse. Sie gehen und hören, wie hinter Ihnen die Schüler wieder reden und lachen. Anfangen lebendig zu werden. Haben Sie das Gefühl? Nein? Kommen Sie mal an meinen Leistungskurs, da wartet der Hass.